Alter, was geht ab, Leute? Hier? Vlog von so einem Coin, in den ich investiert bin. Community-Treffen. Es ist sehr früh und ich war noch nicht auf Toilette. Das ist die Location für heute. Ich muss sagen, ich war hier auch noch nie, also ich bin gespannt. Die Location ist geil. Beziehungsweise, das ist ja so eine Art Ausstellung, Museum. So, ich habe mich umgezogen und ich war auf Toilette. Jetzt kann es losgehen. Ich bin natürlich nicht nur hier, um mir Vorträge anzuhören und Projekte abzuchecken. Ich bin auch hier für Business. Wir repräsentieren jetzt die hier. Video, Marketing, Social Media Zeugs. Ich würde euch ja gerne klasse Sachen zeigen, aber ich weiß nicht, was klasse ist. Ich bin so gar nicht im Auto-Game. Du kannst schon mal vorgehen, ich filme noch ein bisschen. Digga, ich habe keine Ahnung, wo die anderen hingegangen sind. Ich habe gesagt, die können wohl raus. Ich drehe noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich den Wintermarkt, wie heißt das, Weihnachtsmarkt entdeckt. Da wollte ich noch mit Oksana hin. Voll verplant, dass der genau hier ist. Ich folge der Menschenmenge, Leute, der Masse. Das sollte man eigentlich nicht tun. Man sollte antizyklisch handeln. Gegen den Strom schwimmen. Schaut, Leute, die haben auch keine Ahnung. Die sind nur mehr als ich. Gefunden. Digga, das war in einem ganz anderen Gebäude, Mann. Ein paar Kollegen sind schon am Start. So. Ich habe mir einen Platz in der ersten Reihe gesichert, Leute. Das mache ich eigentlich nie. Normalerweise Uni und so sitze ich immer ganz weit hinten. Da kann man chillen, da muss man nicht aufpassen. Da wird man nicht irgendwie drangenommen. So, das wäre es von hinten. Ah, das ist schon ein bisschen zu weit hinten. Hier ist auch noch Bar. Oh, Digga. Digga, was ist das? Was geht hier ab, Mann? Hier wird Business gemacht. Hier wird Business gemacht. Oh, shit. Was sind das für Sessel? Oder, Leute? Zigarre rauchen, Cognac oder Whisky trinken und Business machen. So, wir holen uns Frühstück, Alter. Ohne Energie nichts los. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, ja, mein Shirt falsch rum an, Alter. Es fühlt sich nicht falsch rum an. Außerdem will man doch den Namen representen, oder nicht? Wozu hat man sonst das Shirt? So, vom Essen habe ich nichts gefilmt, weil es musste schnell gehen. Hauptsache Energie. Wir sind vollgestopft mit Protein, Carbs, Zucker, Koffein. Let's go! Am Start gleich kleinen Hype. Wir haben Software as a Service Solutions. Und was wir uns heute anschauen werden, ist eben das Thema, was wir mit Jeff hier vorantreiben wollen. Und zwar geht es uns darum, dass wir eben eine Evolution vorantreiben wollen, anstatt einer Revolution. Und dann haben wir noch den Hong, der uns sehr stark im Bereich Social Media Marketing unterstützt. BUSD, haben wir da meine Adresse mal hergerichtet, ein Bitcoin habe ich drauf und 998 BFI. Wir machen das jetzt total demokratisch. Wir haben drei Möglichkeiten, was ihr mit den einen Bitcoin macht. Möglichkeit 1, ihr lasst es in einem Bitcoin, also wenn ihr genug Bitcoin macht, ist da, dann habt ihr ja Chance. Möglichkeit 2, ihr tauscht den BFI. Möglichkeit 3, ihr unterstützt Repack und wir tauschen es in BUSD. Wir machen das total demokratisch. Für mich ist einfach eines wirklich wichtig und das werdet ihr sehen. Erstens, ihr habt da volles Commitment dahinter. Danke, dass ihr da gehabt habt. Danke, dass ihr dabei seid. Wir sind wirklich eine mega geile Community. Ich weiß, dass wir teilweise mega Shit kriegen, mega Hate kriegen. Aber es ist dann so richtig schön zu sehen, wie stark wir sind, wie wir zusammenhalten. Und das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste. Also, Leute, danke. Ja, Servus auch von meiner Seite, Ben hier von Jellygirls. Ich möchte erstmal damit starten, dass ich heute Morgen im Hotel aufgewacht bin. Und erstmal krass Lampenfieber hatte. Ja, wie mir das oft passiert, auch bei den NFC-Events, die ich jetzt gemacht habe, wo ich dann in den Cage rennen musste und über DeFi-Chain sprechen musste. Erstmal hatte ich ein Lampenfieber und dann habe ich mir überlegt, ja, aber wer wird denn alles da sitzen bei mir? Wer wird denn im Publikum sitzen? Und dann sind mir so viele tolle Menschen eingefallen, die ich durch DeFi-Chain kennenlernen durfte, dass auf einmal das Lampenfieber nicht mehr so stark war. Das war es von meiner Seite. Danke. Digga, das ist so wie eine Uni, Mann. Du denkst, okay, jetzt perfekt, jetzt kommt Mittagspause. Also es kommen noch zwei Speaker, Mann. Ciao, Leben. Kleine Vape-Pause. Vorträge waren ein bisschen interessant. Der letzte Vortrag jetzt vor der Mittagspause, den kenne ich schon.
Den gab es auch beim letzten Mal, wo dieses NSC-Kampf-Event war. Wir drehen ein paar Videos heute, ein paar Gewinnspiele. Ich darf ein paar Coins raushauen. Ich darf ein paar T-Shirts verlosen, ein paar Fragen stellen. Ich muss sagen, ein sehr starker Vortrag. Dankeschön. Mittagspause, Alter. Ziemlich voll hier, weil hier sind jetzt auch die normalen Gäste, sag ich mal. Jetzt eigentlich die Aufgabe, irgendwelche Videos zu drehen. Mittagspause vorbei. Gleich gehen die Vorträge weiter. Es hat sich noch nichts ergeben für Content drehen. Das richtige Timing erwischen ist schwierig. Also, mein Name ist Florian, bin von Otto Diebwein und wir möchten euch gerne heute etwas vorstellen. Ja, so eine Art Premiere zu einem neuen Produkt, was wir ja, in naher Zukunft launchen wollen. Hab eigenen Podcast in der Marke, Newsletter, auch in dem Bereich. Und genau, heute stelle ich euch ein Projekt von mir vor. Starker Vortrag gerade. Ich lache, weil der nächste Vortrag ist so ein Vortrag, da kann man Pickelpause machen, Raucherpause. Das ist der Vortrag, der mich letztes Mal schon gelangweilt hat. Sorry, Bud. Ey, der Weihnachtsmarkt hat jetzt langsam offen. Heute ist der letzte Tag, meinte Oksana. Ihr seht, nicht nur ich finde diesen Vortrag nicht so gut. Viel Unruhe, viele Leute gehen raus. Tut mir leid für den Bre, aber er muss auch an seinen Präsentationsskills arbeiten. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die letzte Präsentation und danach kann ich, glaube ich, reinhasseln und ein paar Sachen drehen. So, ein bisschen Content wurde gedreht, aber bei weitem nicht so viel wie geplant. Mach kurz Pause. Ich schau mal über den Weihnachtsmarkt, ein bisschen schlendern. Mal schauen, was die hier so am Start haben. Der ist eigentlich ziemlich cool, der Weihnachtsmarkt. Die haben hier so, wer ist das? Schlittschuhlaufen, die haben sogar ein Riesenrad, what the fuck. Und essenstechnisch kann ich hier nicht sagen, ob das gut ist, aber das ist eigentlich ziemlich cool. Verlängert bis 7. Januar, heute ist 7. Januar, perfekt. Oh, der Langosch, Digga, saftig. Schautseite, da krieg ich doch noch meinen Kartoffeltwister. Kuss geht raus an Jenny, die hat mir nicht gegönnt. So, da haben wir ihn. Habe ich doch noch meinen Kartoffeltwister bekommen. Kuss geht raus an Jenny. Schau, wie ich ihn jetzt genieße, Jenny. Kann man machen. Oh, der Struggle wieder, Leute. Man weiß nicht, was man nehmen soll. Ich hatte überlegt, eine Bratwurstsemmel, die ist eigentlich immer stabil, aber die Leute da haben mich nicht so überzeugt. Langosch. Wer ist das? Nicht Fladenbrot. Flammbrot? Irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ah, ich glaube, ich nehme Käsespätzle, Mann. So. Sah jetzt nicht so geil aus, aber die Portionen. Fett. Also mein Schälchen hier fällt gleich auseinander. Ja, kann man essen. Ich erwarte hier jetzt kein Gourmet, deswegen ist okay. Die auf der DMC, dann locken die das alles in das Konfirmen und so weiter, bla bla bla. Aber dann müssen wir Feierabend, ja auch Leute. Nach einem harten, langen Arbeitstag. Und in dem Moment, der war nicht so erfolgreich. Er hatte viele Ideen, es wurde nicht so viel gedreht. Party-Time! Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Muss ich jetzt drauf achten, was ich sage? Weil einige aus der Community jetzt die Videos schauen, seit dem letzten Mal. Aber Kuss geht raus, vielen Dank für den Support. Ich habe einige Nachrichten bekommen. Den Leuten hat das Video vom NSC-Event, der Vlog, gefallen. Außer einer Person wahrscheinlich. Die hat dieses Mal wieder einen schlechten Vortrag gehalten. Hey, sorry, Mann. Das muss man aber einfach so sagen. Nicht nur ich denke so. Hey, wenn so viele Menschen aus dem Raum gehen, draußen quatschen, laut sind, wie im Unterricht halt. Wenn es lauter wird, dann weiß man, hey, man hat die Kontrolle verloren von seinen Zuhörern. Reden ist eine Kunst. Reden halten, Vorträge halten, das ist ein Talent. Nur weil man jetzt irgendwie flüssig von dem Publikum redet, heißt das nicht, dass man ein guter Redner ist. Man muss sich mehr Gedanken darüber machen, wie man seinen Vortrag strukturiert aufbaut, Zielgruppe und sowas. Sorry, Bruder, aber da musst du noch ein wenig an dir arbeiten. Ansonsten, Event war cool, wirklich cool. Also, coole Leute getroffen, Kuss geht raus an alle, die ich getroffen habe.
Ich will jetzt nicht alle nennen, weil dann vergesse ich welche. Aber besonderen Kuss geht raus an das Team von Black Swan. Shisha auf deren Nacken. Damit kriegt man mich. Damit gewinnt man mein Herz. Und natürlich Kuss geht raus an mein neues Team, Jazzphere. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was alles gedreht wurde. Klar, viele Faktoren, Location, viele Leute sind gegangen, viel Hektik. Ist nicht so strukturiert, wie wenn ich jetzt ein Video plane für meinen Food-Vlog. Aber man lernt draus. Also, wenn ihr jetzt die Videos auf Jazzphere seht, falls welche kommen, das war nicht mein Potenzial. Mein Potenzial wird noch geweckt. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Leistung. Wenn ich mir was vornehme, weil ich hatte sehr viele Ideen, dann bin ich erst zufrieden, wenn alles abgedreht wurde. Und es wurde so wenig davon gedreht. Eigentlich haben wir nur ein Format gedreht. Und das auch ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Also, nichts gegen den anderen Kollegen, aber der hat den Leuten ab und zu die Fragen einfach gegeben. Also die Fragen plus Antworten. Das ist ja dann Fake, Mann. Was soll das? War auf jeden Fall interessant. Die Vorträge waren alle gut. Bin zuversichtlich auf meine Pferde, die ich da in den Projekten habe. Habe mich auch mit einigen ausgetauscht. Verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Immer sehr interessant. Da sind auch viele Leute dabei, die mehr Wissen haben als ich und mehr Geld investiert haben. Immer wichtig, mit solchen Leuten zu quatschen. Wissen ist halt Macht. Und ich finde es halt auch extrem wichtig und gut, dass es halt auch kritische Leute gibt, Leute, die hinterfragen. Und dass jetzt nicht ein sektenähnliches Treffen war, wo jeder jeden einfach nur den hier gemacht hat und gesagt hat, ja, wir sind so krass zusammen und Ape Together Strong und so ein Scheiß. Weil das hätte mir gar nicht getaugt. Ansonsten natürlich auch Kuss an Fabio für die Organisation. Community an sich ist cool. Man darf halt nicht vergessen oder sich zu sehr beeinflussen lassen von Sympathie. Hey, ich finde die Leute cool und so. Klar, man kann, es spielt einen kleinen Faktor, eine kleine Rolle, wie das Sentiment der Community ist, die Stimmung. Momentan ist sie ziemlich stark, aber das spielt jetzt keine allzu große Rolle in meinen Investitionsentscheidungen. Das sollte man niemals vergessen, egal wie sympathisch diese Leute sind. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich hier, der hier, mit Plus rausgehe. Nur weil ich in DeFi investiert bin, heißt es nicht, dass ich in DeFi Hardcore Ultra bin. Gilt übrigens für jeden Coin, für jede Investition. Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin da relativ emotionslos. Aber schwierig, wenn die Community und die Leute so cool sind, aber das darf man nicht vergessen, das muss im Hinterkopf bleiben. Ah ja, war ein cooles Event und wie gesagt, contenttechnisch bin ich nicht zufrieden, da geht mehr. Das war's von mir, Leute. Danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus an die Community. Immer liken, subscribe, kommentieren, check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.